Der rechtsterroristische Anschlag von Hanau hat uns, glaube ich, alle sehr tief erschüttert. Und ich glaube, es hat vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen, weil ja innerhalb von wenigen Monaten wieder ein Anschlag verübt wurde. Und zum anderen hat uns die Tat auch nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, wie verletzlich eigentlich Angehörige von Minderheiten in dieser Gesellschaft sind. Und dass im Prinzip jederzeit rechtsterroristische Taten in Deutschland auch möglich sind. Ich finde es gut, dass es jetzt so eine breite politische Debatte über dieses Thema gibt. Allerdings bin ich fassungslos darüber, wenn der Innenminister Reul so tut, als sei das jetzt plötzlich eine neue Gefahrensituation in Deutschland oder auch in Nordrhein-Westfalen. Denn es gibt eine Kontinuität rechtsextremer Gewalt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, dass die politische Diskussion dazu führt, dass jetzt endlich auch mal gehandelt wird. Zum einen wollen wir, dass Herr Reul ein Gesamtkonzept für die Sicherheitsbehörden erstellt. Dazu zählt, dass die im Vergleich zum Salafismus sehr geringe Anzahl von rechtsextremistischen Gefährdern endlich überprüft und auch nach oben korrigiert wird. Dann fordern wir die Einführung einer oder eines Rassismusbeauftragten, denn, und ich glaube, das muss man wirklich verstehen, Rassismus ist das eigentliche Problem. Rassismus in der Gesellschaft ist ja der Nährboden für rechtsextreme Straftaten und Gewalttaten. Und dieser Rassismus wird eben auch als Legitimation für rechtsextreme Gewalt herangezogen und muss deshalb eben auch als Problem anerkannt und bekämpft werden. Wir haben schon Ende November gesagt, es braucht eigentlich für die Kommunen eine Anlaufstelle, eine Stelle auf Landesebene, die Kommunen im juristischen Umgang mit Rechtsextremen berät, also beim Nazi-Konzert vor Ort oder wenn der örtliche Bürgermeister bedroht wird. Und wir glauben, dass wir damit die Kommunen im Kampf gegen Rechts unterstützen würden. Wir haben eine große Anfrage geschrieben, weil wir rechtsextreme Strukturen in NRW durchleuchten wollen. Das sind Fragen von der identitären Bewegung bis zu Kameradschaften vor Ort oder diesen bürgerwehrähnlichen Strukturen vor allen Dingen im Ruhrgebiet. Wir hoffen, dass wir damit einen Beitrag leisten, um für das Thema zu sensibilisieren, aber auch um öffentlich gut zugängliche Informationen bereitzustellen.